Das habe ich jetzt festgestellt bei mir. Ist ziemlich nice. Ihr seht es, es läuft, es läuft, es läuft. Das hier, also die Tasten. Und dann gucken wir mal. Abusen und ihr müsst einfach... Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute gibt es eine sehr krasse Neuerung auf meinem Kanal. Und zwar gehe ich heute mal auf Abuse-Jagd. Ich gehe auf Rush. Ja, Leute, ich gehe auf Rush. Und ihr wisst es, ich habe kaum CPS. Aber, Leute, ihr seht es, ich habe auch meine CPS jetzt aus, weil ich es ein bisschen schöner finde. Und ich habe jetzt die Steuerung mal umgestellt, ja. Ich stelle jetzt hier mal die Steuerung um. Und ihr seht schon, ich versuche jetzt was. Und zwar kann ich ja abusen. Das sieht man jetzt nicht, wie viele CPS es sind. Aber, Leute... Es klappt wunderbar, Jungs, es klappt wunderbar. Ich habe das davor noch nie vorgestellt, weil ich der Meinung war bisher, ja, okay, Leute, man sollte damit nämlich immer pushen, ne, das machen eh schon alle, ja, Jungs, jetzt ist es aber nicht mehr so im Hype, dachte ich mir, kann man das mal auf jeden Fall zeigen, dass man es auch kann und ich abuse jetzt so schon so ein paar Tage lang aktiv und auch wenn ich es jetzt noch nicht so gut konnte, umso besser kann ich es jetzt, Jungs und Mädels. Und ihr habt schon gesehen, Jungs und Mädels. Ich sag's jetzt, um euch extra schön zu provozieren. Ich muss gerade in Reverse-Einstellungen spielen. Aber ja, Leute, ist gar nicht mal so schlimm. Ihr seht schon, ich habe es geschafft, mir Abusen anzueignen. Und es ist gar nicht mal so schwierig, bis auf die Steuerung, die ich mir jetzt gerade angewöhnen muss. Da es echt ein bisschen komisch ist von der Motorik her. Aber Leute, ihr seht schon, ich kann in Klein Godbridge. Und das zeige ich euch auch gleich, wie das geht, genau im Singleplayer. Es ist wirklich sehr einfach, Leute. So, ich glaube, den haben wir auch. Yo. Ihr kennt es ja, Leute, von mir. Es ist immer so, ja, der Feuerstein, der hat nie abused. Das ist für den so ein bisschen Neuland. Ja, Leute, aber dieses Mal, beziehungsweise seitdem ich mir das angewöhnt habe, angewöhnt habe, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, kann ich das schon sehr, sehr gut. Und Leute, ihr habt es gesehen, ich kann reducen. Ich denke auch, ab sofort kann man sagen, ja, ich kann Rush spielen, denn ich habe mir das jetzt echt mal angeeignet. Und ihr hört es ja selber, wenn ich es hier abuse. Das sind, lass mich nicht lügen, ca. 20 CPS. Könnten auch mehr sein, könnten auch weniger sein, Jungs. Ich weiß da gar nicht mal so genau die Zahlen. Ich habe nämlich die Klicks seit ein paar Tagen aus. Ja, aber ich finde es echt cool, dass, aber ich finde es echt krass, dass ich mir das jetzt so angeeignet habe, denn ihr seht, es geht wirklich klar und ich kann das jetzt schon sehr, sehr gut. Und, kein Zweifel, Leute. Auf jeden Fall, Leute, nach der Runde seht ihr ein Tutorial, wie Inkline Godbridge funktioniert, beziehungsweise wo man da ansetzen muss und alles pipapo erkläre ich euch gleich. Leute, ich krieg's irgendwie gerade nicht gebacken, dass ich, also ich habe mir das vorhin so überlegt. LOL. Okay, wir sehen uns im Tutorial. So, Leute, da sind wir auch in der Singleplayer-Welt. Ich zeig's euch jetzt. Und zwar, Leute, ihr holt euch das 50k-Pack, wenn ihr es genauso wie ich machen wollt. 50k-Pack von Betzke ist oben rechts eingeblendet oder oben links, keine Ahnung, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Jo, Grüße an Betzke.de. Er hat mir nämlich, ja, mich drauf gebracht, mal wieder zu abusen. Auf jeden Fall, Leute, gibt es hier zwei Hälften. Ich würde einfach mal sagen, von hier bis hier ist die erste Hälfte und von da bis da halt dann die zweite. Und ich mache es sehr gerne so, dass ich ja halt eben zur zweiten Hälfte gehe, also ab diesem schwarzen Block hier, da dieser Pixel, wo mein Cursor gerade drauf ist, ab dann nach links hin ist die linke Hälfte. Und etwas neben dem Strich, der die zwei Hälften sozusagen teilt, geht hier hin. Aimt nach oben, S drücken und abusen und dann sollte das auch ganz gut laufen. Ich habe es eben schon mal gezeigt. In den Runden habt ihr es auch ganz gut gesehen, im Pre-Intro auch. Und ja, Leute, es geht echt schon sehr easy. Und ich habe das Gefühl, Leute, es ist echt krank, wie ich das jetzt hinbekomme. Ich hatte das davor nie und jetzt auf einmal geht's. Ja, Razer Death Elite ist einfach anscheinend doch nicht so scheiße, wie ich dachte, Leute. Das Ganze könnt ihr nachmachen, indem ihr einfach hier an diese Seite aimt. Ich sag mal schön an der Hälfte und ein bisschen weiter nach links, Leute. Dann rein abusen. Und ab und zu, wenn ihr merkt, ihr kommt ins Schwanken, so ein bisschen nach links ausweichen, wie ich es eben gesehen habe bei mir. Ich habe es aber ein bisschen falsch gemacht, auf jeden Fall, Leute. Müsst ihr ausgleichen. Jetzt habt ihr es gesehen, es hat geklappt. Natürlich, Leute, müsst ihr auch hohe CPS-Anzahlen erreichen, sondern ihr könnt jetzt nicht mit dir Jitter oder so 10 CPS oder so in klein Godbridgen. Das ist sehr wichtig zu sagen. Das Ganze, Leute, kann ich auch natürlich mit Godbridge machen. Das kann ich euch mal eben hier demonstrieren. Also es geht auch schon mal so. Natürlich, Leute, habe ich mehr Incline Godbridge als Godbridge benutzt, auch in den Runden eben. Und ja, Leute, mir gefällt es normal Godbridgen auch nicht ansatzweise so gut wie das Incline Godbridgen. Leute, übrigens, oben rechts in der Infokarte seht ihr das Video zum Betzke.de 50k-Pack. Und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr nichts von solchem Content wie diesen hier verpassen wollt. Und Leute, wenn ihr eine Handcam wollt, dann liked das Video, teilt das Video, damit es viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich freue mich einfach total momentan, dass es wirklich so gut klappt mit dem Abusen. Ihr wisst ja alle, es hat nie geklappt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Rein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal rein und tschüss.